Hier ist Galkant mit Super Mario 3D Land, dem Finallevel von Welt 3. Und es ist schon wieder ein Luftschiff. Doch keine Abwechslung wie sonst üblich. Zwischen Castle und Luftschiff. Naja, dann halt nicht, ne? Habe ich ja nichts gegen. So, hier hinten wäre ein Pilz, aber ich behalte meinen Tanuki im Inventar. Und einen weiteren aktiv. Und wir sehen zum ersten Mal Bob-Oms, die wir nicht in die Hand nehmen können. Dafür aber schön oft die Fresse polieren. Und weit weghauen. Das sollten wir auch tun. Und selbstverständlich vor den großen Stachelpenissen in Acht gehen. So, nee, da ist nichts. Dann gleich weiter. Oder war das jetzt ein bisschen zu riskant? Ich weiß nicht. Da müssen wir halt einen weiten Sprung ausführen. Dann passiert auch nichts. Hui. Eine Kanone mit Stachelkugeln. Willst du mir Angst machen? Kannst du nicht. Da oben ist nichts. Dann gehen wir gleich weiter. Werden aber sogleich wieder bombardiert. Diesmal von zwei Kanonen gleichzeitig. Doch das macht sie auch nicht stärker. So. Wollen wir mal gucken, was hier los ist. Bob-Oms. Und das sieht dann schon ein wenig gefährlich aus, oder? Da vorne eine Starcoin. Okay. Die zweite oder die dritte. Je nachdem. Mal sehen. Oh mein Gott, Hilfe. Das war jetzt dann doch Glück. Bob-Omb brauche ich nicht. Geh weg, Bob-Omb. Feuerblume. Die nehmen wir dann mal mit hier. Für den Bosskampf. Ja gut, das hat sich dann relativiert, leider. Man sollte eben eine Bombe nicht direkt mit Feuer angreifen, denn dann passiert sowas. Schnell rüber. Oh nee, doch nicht. Halt zurück. Ich pack mal den Tanuki aus. Da fühle ich mich einfach sicherer. Ich muss nun einfach versuchen, zwischen diesen Säulen Halt zu finden. Und die Münzen sagen mir, ja, bleib da stehen. Und ich tue es. Wahoo! R und Y und Springen bietet sich hier natürlich an, weil man dann sehr, sehr schnell ist. Und das hier ist die zweite Starcoin. Das ist gut, weil ich habe auf meinem Weg nichts mehr gefunden. Jedoch sind wir kurz vorm Ziel, daher frage ich mich, wo ist denn die letzte? Und jetzt muss ich dann doch etwas sehr schnell sein. Vielleicht da oben? Es bietet sich eigentlich nur noch dieser Ort hier an, weil sie muss ja nach der zweiten kommen. Aber da ist nichts. Da hinten? Nö. Komisch. Ich habe noch eine Vermutung, wo sie sein könnte. Wer beim letzten Luftschiff aufgepasst hat, was ich gesagt habe, der kann sich schon denken, wo sie ist. Aber erst einmal müssen wir erneut Bum-Bum besiegen. Und der meint, mit bewegenden Boden ist er sicherer. Mal sehen, ob sein Plan ausgeht. Aufgeht. Mit Sicherheit ist seine Panzerattacke nun stärker. Denn er kann ganz schnell zuschlagen, wenn er auf dem richtigen Band ist. Aber wir lassen uns davon nicht beunruhigen. Und warten gechillt ab, was passiert. Nämlich nichts. Seine Wirbelattacke kann er auch ruhig machen, wenn es ihm gefällt. Ich mach dem Ganzen ein Ende. Nee, doch nicht. Jetzt hat er mich doch noch erwischt. Schade. Wir kommen hier nicht ganz sauber davon, aber es war trotzdem eine gute Leistung. Was soll's. Die Münzen nehme ich mit und jetzt hoffe ich, dass die Starcoin wirklich da ist. Wo ich sie denn auch vermute. Hier nämlich. Ich habe immer gesagt, ja, ich habe immer gesagt, man sollte das überprüfen. Und es ist tatsächlich so. Gut, ohne Tanuki müssen wir jetzt die goldene Flagge aktivieren. Doch das sollte wohl drin sein. Ja. Sehr schön. Im letzten Moment springen mit einem Weitsprung. Dann passt alles. Und Welt 3 ist vorbei. War eine sehr, sehr schöne Welt, oder? Gerade die Anfangslevel. Schön groß und geil. Musik der Welt. Top. I'm loving it. Oh, aber weil ihr mich darauf aufmerksam gemacht habt, dass das Secret in Welt 1, 2, mich nicht in Welt 5, sondern in Welt
2 bringt, werde ich den Secret Exit jetzt nachholen. Ich habe echt gedacht, das wäre Welt 5. Vielleicht... nein. Ich sollte mal ruhig sein, sonst müsste ich spoilern. Wartet einfach ab. Es könnte noch ein Secret in dieser Art geben. Mehr sage ich nicht. Gut, dann müssen wir das Level nochmal ganz schnell durchmachen. Aber das wird ja wohl nicht so schwer sein. Ich meine, es ist das zweite Level. Hey, ich habe doch einen Feuerball geschmissen. Warum wurde ich jetzt getroffen? Das kann doch nicht sein. Hallo? Aber ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir sehen, dass ich groß werde, wenn ich die Halbzeitflagge erwische. Es ist tatsächlich so. Sollte man zu schlecht sein und als kleiner Mario die Halbzeitflagge aktivieren, dann wird man getröstet, indem man groß gemacht wird. Alter, ich lasse mich jetzt aber auch von Hinz und Kunst treffen, oder? Gib den Stern her. Komm. So, um den Secret Exit zu erreichen, muss ich hier hoch. Was ich aber wohl... ja, doch. Ohne Tanuki nicht schaffen werde, aber mit geordneten Wandsprüngen funktioniert das alles wunderbar. Und wie damals auf den Super Mario Bros. Spielen für NES. Und in... nee, Super Mario World gab es es nicht, glaube ich. Nein. Auf den NES-Spielen Super Mario Bros. Lost Levels und so gibt es im zweiten Level oberhalb des Ziels noch einen Weg mit einer geheimen Röhre. Und schon sind wir in Welt 2. Auch dieser Secret Exit wird gespeichert. Bringt jetzt nicht sonderlich viel, ne? Aber ich wollte es mal gezeigt haben. Falls ihr das Spiel nochmal durchspielen wollt und irgendwie keinen Bock auf Welt 1 habt, dann könnt ihr diesen Secret Exit nutzen, um schneller voranzukommen. Und wir? Wir gehen jetzt in Welt 4. Alles so ein bisschen grau hier. Aber der Mond! Ist das nicht schön? Sie denkt an mich. Ach ja. Er auch. Kriege ich jetzt vielleicht mal eine Belohnung oder nicht? Hey, da war ein Monty-Maulwurf. Der hat mich nur blöd angeguckt, anstatt anzugreifen. Naja, besser für ihn. Welt 4-1. Sieht wieder sehr groß aus. Ist es das auch? Ja, ich erinnere mich an das Level. Das war sehr schön. Gerade hier unten, da gab es irgendwo so einen tollen Fluss. Ich finde den Remix der... wow. Level-Musik, also der Haupt-Level-Musik von Mario 3D Land sehr, sehr schön. Das sind dankbare Gegner, weil sie meistens ziemlich viel Geld im Geldbeutel haben. Und ich bin ja so jemand, der gerne ein Portemonnaie leert, wenn es nicht mein eigenes ist. Oh, wie scheiße war das denn wieder? Ah, bisschen gucken. Gibt's hier irgendwas Besonderes? Ein Toad oder so? Ja, da könnte was sein. Da ist einer. Hallo, ein Up. Juhu. Das ist aber nett von dir. Wobei mir jetzt ein Pilz besser gefallen hätte. Achso, stimmt, ich habe ja die ganze Zeit einen im Inventar. Jetzt kann ich den doch mal gebrauchen. Wer hätte das gedacht? Hier ist der geile Fluss. Den habe ich mir zweimal angeschaut, weil ich dachte, dass da vielleicht irgendwo ein Secret ist. Aber ist es nicht. Hätte man auch irgendwie so einen Block hintun können, den man dann mit dem Tanuki wegschlagen kann und dann kann man da rein. Aber naja. Trotzdem sehr, sehr toll. Diese Welt. Einfach geil. Hat bei den Bäumen eigentlich irgendwas? Da könnte man ja auch was verstecken. Aha, tatsächlich. Ein Flugblock. Na, warum nicht? Nehmen wir den doch mit. Bing. Solange ich nicht getroffen werde, kann ich jetzt gechillt nach oben schweben. Oder mich nach oben schrauben. Wir haben noch keine Starcoin gefunden. Wo ist sie denn? Aha. Hier natürlich. Da ist ganz sicher was. Oh je. Wieder nur so eine 3D-Stage. Da haben wir beim letzten Mal gefailt. Weil ich halt keinen 3D-Effekt anhatte. Das war auch schon wieder sehr knapp. Hilfe. Nach oben schrauben, ja. Geht noch weiter. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Yes. Das war die zweite? Wie bitte?
Das kann nicht sein. Wo soll ich denn was übersehen haben, bitte? Also wir haben hier eine Kanone, aber die kann es nicht sein. Das muss davor gewesen sein. Das lasse ich nicht mit mir machen. Wo ist die Star Coin? Hier vielleicht irgendwo. Ach, guck mal hier. Jetzt machen sie das tatsächlich mit dem Block in der Wand. Zwar nicht beim Fluss, aber hier im Wasser. Das Dumme ist nur, schon wieder braucht man dazu einen Tanuki und den habe ich nicht. Es ist schon irgendwie Pech, dass ich die Power-Ups nie dann habe, wenn ich sie brauche. Aber wartet mal. Da vorne war ja die Halbzeitflagge. Meistens gibt es dann ja hier irgendwo ein Power-Up für mich. Aber nicht in diesem Level anscheinend. Und ich traue mich nicht, die Kanone zu nehmen. Ich weiß nicht, wo die mich hinschießt. Ah, jetzt habe ich mir auch noch selbst meinen blöden Flugblock genommen. Warte mal, hier, die Münzen einsammeln. Da könnte was kommen, was ich gebrauchen kann. Ja, flieg doch gleich in den Tod rein, Mario, du Idiot. Jetzt komme ich nicht hoch, oder was? Facepalm. Alter, das war so schlecht gemacht einfach nur. So grauenvoll. Dann nehme ich doch mal die Kanone. Wir haben ein Desaster. Oh, gut, dass ich mich dafür entschieden habe. Da ist nämlich die dritte. Ja. Also ich muss es jetzt auf jeden Fall schaffen, die blöden roten Münzen einzusammeln, denn nur dann habe ich die Chance auf einen Tanuki. So, die schwerste habe ich mir gleich mal geholt. Und der Rest ist doch jetzt kein großes Problem mehr. Wie bitte? Die geben mir eine Blume? Ihr seid herzlos. Warum macht ihr das? Diese Arschlöcher von Entwicklern, das wissen sie doch ganz genau, dass sie mir damit auf den Sack gehen. Ein Sternchen, juhu. Super. Ich krieg, glaube ich, in diesem Level alles, nur nicht das, was ich will. Nö, es gibt kein einziges Power-Up, so klassisch gesehen. Hä? Und jetzt? What the hell? Oder geht's hier hoch? Aber so vom Aufbau ist das Level auf jeden Fall sehr nice, oder? Man beginnt unten mit dem schönen Fluss und den Gräsern und dann arbeitet man sich langsam auf diesen Baum hier hoch. Zwischendurch muss man den Berg erklimmen. Ist schon toll gemacht. Und die Wolken, yeah. Wir sind schon sehr weit oben. Sprich gleich beim Ziel. Das wäre jetzt lol gewesen, wenn hier ein Power-Up gewesen wäre. Was kein Schwein mehr gebraucht hätte, denn hier ist das Level zu Ende. Oh, aber die Flagge zu erreichen ist nicht einfach. Wir haben es trotzdem geschafft. Ja. Ärgerlich. Geschafft ist das Level noch nicht. Aber ich muss eins der nächsten jetzt noch machen. Weil, ja. Hier kriegt man keinen Tanuki her. Nirgends. Gibt nichts. Vielleicht hier drin. Aber das sieht mir nach einer Rätselbox aus. Und nicht nach einem Level. Aber es muss ja nichts heißen. Vielleicht kommt hier was. Nein, kommt nichts. Kommt nur die Starcoin. Und es war extrem einfach. Zwei Gegner, die ich locker mit der Feuerblume besiegen kann. Das hält mich jetzt nicht wirklich auf. Ah, aber das nächste Level sieht so groß aus. Dann machen wir es so. Ich hole mir mal wieder einen Tanuki aus dem ersten Level. Geht ja nicht anders. Dann wollen wir mal reinschlüpfen. So. Oh, da ist sie. Die erste Starcoin. Ha, wie geil er wieder rausgeht, oder? Boing, 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 boing. Mit dieser schnellen Wirbelattacke, die ich schon ein paar Mal erwähnt habe. Ja, wenn man nicht stehen kann, dann kann man sich halt nur so fortbewegen. Ich habe mir außerdem überlegt, wir machen noch ein Level in dem Part. Dazu muss ich nur schnell dieses hier beenden, aber das dauert ja nicht lang. Und dann schnappen wir uns noch dieses große Level hier, Welt 4-2. Ich hoffe, es dauert nicht so lang. Aber wir werden es ja gleich sehen. So, bin ich gleich mal oben. Goldene Flagge hatten wir, ne? Ja. Passt also alles. Uah.
Tauben. Ihr seid lieb. Und eine war sogar oben auf der Fahnenstange. Jetzt habe ich es nicht geschafft, aber ist ja auch scheißegal. Bim. Wenn man es nicht schafft, dann kriegt man Münzen zum Trost. Kriegt man im Übrigen auch, wenn man ein Power-Up einsammelt, was man nicht braucht. Sprich, wenn ich jetzt ein Tanuki habe und ich finde einen Pilz, dann kriege ich dafür auch Geld. So, 4-2. Wie gesagt, sieht groß aus, aber vielleicht schaffen wir das jetzt sogar ganz schnell. Aha. Och Gott, jetzt habe ich den Tanuki aber völlig leichtsinnig verloren. Irgendwie glaube ich, ich werde hier nach den Starcoins suchen müssen. Wobei die erste könnte schon hier sein. Ja, ich höre was. Da ist sie. Wie komme ich da hin? Wie komme ich da hin? Wenn es denn wirklich die erste ist. Wir sind gleich nach oben gegangen. Es muss ja nicht sein. Mensch, ihr blöden Goombas, warum trefft ihr mich denn dauernd? Und du auch. Na gut. Dass wir gleich hochgegangen sind, war schon richtig. Denn hier ist ja gar nichts mehr. Außer ein paar Münzen, die ich nicht haben will. Weil ich sie nicht brauche. 72 Ups sind mehr als genug. Oh, oh, runtergefallen, aber nichts passiert. Schauen wir lieber hier mal rüber. Danke, Goomba. Hast mich abgestützt. Sehr nett. Und dann geht's hier gleich nochmal hoch. Komm, komm, komm. Und hier. Yeah. Ah, musst du das machen, Mensch? Okay. Schnell, Beeilung, rüber da. Kann man sich jetzt hier irgendwo fallen lassen? Wegen der Starcoin? Aha, hier ist ein Durchgang. Und man kann sich zuerst einen Starcoin fallen lassen. Kommt so gleich dann hier hoch. Ich sehe nichts. Ja. Schnell rüber jumpen, weiter hoch. Next one, hä? Achso, okay, ich soll einen Weitsprung ausführen. Gut, 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 gut. Für die zweite Starcoin. Blume. Damit ich dich hier gleich mal abwackeln kann, sonst machst du mir wieder den Bildschirm schmutzig und dann muss ich wieder den Bildschirm in die Wäsche schmeißen. Möchte ich aber nicht. Ja? Keine Lust. Was? Oh, Leute, was ich jetzt erst sehe. Starcoin Nummer 1 fehlt uns. Wie kann das sein? Die dort unten war nicht die erste? Where the fuck soll dann bitte schon die erste sein? So viele Möglichkeiten gibt es jetzt hier auch wieder nicht. Och nö, da, seht ihr es? Bei den Goombas. Da unten. Ah. Ja gut, nicht schlimm. Nicht schlimm. Wir müssen das Level ja nicht nochmal machen. Ich hab's ja rechtzeitig gemerkt. Zwar bin ich jetzt ziemlich weit runtergefallen, aber was soll's. Und ich wollte vorhin sogar nochmal gucken, ob da bei den Goombas was ist. Dachte mir aber dann, nee. Die sind von der untersten Etage gekommen und gucken nach oben. So war es aber nicht. So, wie komme ich jetzt am schnellsten hoch? Ne, hier war die zweite Star, die dritte. Jetzt komme ich schon ganz durcheinander, weil wir sie völlig falsch gesammelt haben. Aber im Endeffekt ist es egal. Hauptsache, man hat am Ende alle drei. Und das ist der Fall. Shit. Hier oben sehe ich schon wieder so ein Secret. Seht ihr das auch? Aber da komme ich wohl nur mit Tanuki hin. Oder? Da ist doch was da oben. Wie soll ich das geschickt anstellen, dass ich da hochgucken kann? Dieser Tanuki geht mir so auf den Sack. Immer wenn ich ihn brauche, dann habe ich ihn einfach nicht. Wartet mal. Das muss man geschickt anstellen. So, so und dann so. Ja, genau. Was ist jetzt hier? What the fuck? Secret Exit oder was? LOL. Wir sind in Welt 5. Das war also der Secret Exit, an den ich mich erinnert hatte. Episches Ende. Daumen hoch und bis zum nächsten Mal.